Veronika, Veronika, der Lutz ist da. Veronika, der Lutz ist da. Er bringt uns seine Biggie da. Verhext wird der Theaterplatz. Am Montag hört man Fremdenharz. Ach du, Veronika, was wollen die denn? Was faseln die von Gutmenschen? Sogar der Großpapa fährt sich durch Schüttler. Ha, es ist fast wie 33 war. Bachmann spricht, Flüchtlinge, euch wollen wir nicht. Schön ist's auch anderswo. Auch die Frau Festerling bringt so manches schräge Ding. Und man fragt sich, wieso. Veronika, was soll der Dreck? Geht dieses Park auch wieder weg? Das ganze Land ist wie verhext, weil dort ein böser Hass erwächst. Doch du, Veronika, doch keiner sagt der Presse, was ihn denn so wütend macht. Da kriegt die Lügenpresse doch lieber auf die Fresse. Und keiner weiß, wofür das war. Na ja, ist doch klar, schreibt er sonst ganz sonderbar. Und dann heißt's wieder, dass Biggie da die Presse hasst. Die Sorgen der Leute drehen sich um den Islam, den sie dort gar nicht haben. Doch geht's hier nicht um Fakten, denn da müsste man sich ja eingestehen, dass man im Rattenfänger blind nur nachgelaufen ist. Zu eigenen Fehlern steht es Mist. So kommt der böse Schreck, der alte Schreck, ganz gleich vom Freitag, der lag durch die Veronika, wie ist das? Veronika, der Lutz ist da. Aus heißer Luft macht er Trara. Da wird gehetzt von früh bis spät. Ist das Land? Flammen steht, bla 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 bla. Und wenn's ihm hier zu stickig wird, dann flüchtet Lutz halt unbeirrt mal wieder nach Südafrika.